Sternchen. Man kann das hier zur Seite machen. Oh, was kommt da denn raus? Feuer! Da kommt Feuer raus. Ah! Oh, ho, ho, ho. Brian und Paul gehen gleichzeitig durch. Ah! Oh nein, ey! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Ihr seht schon, wir sind heute mit Lea und Tina am Start. Was geht? Leute, ihr seht schon, Alter, wir haben hier richtig fette Pakete am Start. Und ich habe insgesamt 100 verbotene Amazon-Produkte bestellt, die wir heute zusammen testen können werden. Können wir das hier als erstes? Das können wir gerne als erstes machen. Leute, darunter sind Sachen, Süßigkeiten, die einfach verboten sind. Es sind Sachen, die ja aktuell nicht mehr erlaubt sind, die von Amazon entfernt wurden und so weiter. Das wird ultra krass, Leute. Lasst mal ein fettes Like da, ein kostenloses Abo. Wie hast du sie dann gekriegt, wenn die von Amazon verboten sind? Achtung, warte, bevor du es aufmachst, Leontin, Leontin, die Amazon-Produkte, die ich hier bekommen habe, die sind teilweise von anderen Leuten so wiederverkauft. Heißt, es wird richtig krass. Und bevor wir mit dem ersten Paket starten, Leute, ihr seht schon, der Burger-Pommes-Adventskalender und der Burger-Pommes-Merch, der neue, kommt heute raus um 11 Uhr auf lukasbs.de. Also 11.11.11 Uhr. Genau. Und Leontin, du bekommst natürlich auch einen Merch. Yay! Let's go, Leute. Richtig geiler Adventskalender. Oh dabei. Mein Hand Gott, ich hab's! Und, Alter, das erste Produkt sind... Alter, was ist das denn, Leontin? Astro-Jump-Bälle. Ey, ich kenn die. Ey, sind die krass? Die sind sehr, sehr krass. Okay, Leute, ich würde sagen, das testen wir direkt mal. Leontin, ich würde sagen, wir stellen erstmal die anderen... Was? Leute, wir stellen erstmal hier die anderen Pakete kurz runter. So, Leontin, okay. Du hast gesagt, du kennst sogar das Produkt. Ja. Was ist das? Also, das ist so ein Ball. Ja. Das fliegt über 1 Million Meter hoch. 1 Million Meter fliegt der? 1 Million, schau. Oh mein Gott, warte. Ja. Also wenn man schon mal so dobst, fliegt der schon. Alter, wie hoch fliegt der? Mal, wenn ich schon mal. Alter! Oh mein Gott, der ist, wow! Der ist verbuggt, der Ball. Okay, Leontin, das nächste Amazon-Produkt, das ist in so einem flachen Paket. Warte. Aber warte, warte. Was denkst du, ist es drin? Ich glaube Schleim. Schleim? Ja, ich glaube. Warum? Leute, so mal schauen, was da drin ist. Oh mein Gott, wir werden es jetzt sehen. Hä, was ist das denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist das größte Gummibärchen der Welt. Alter! Ey, lass es mal wegfetzen, oder? Ja. Leute, das ist einfach mal, ich zeige euch das mal hier, das ist einfach mal das größte Gummibärchen der Welt. Oh mein Gott. Extra groß. Alter, ich hole jetzt mal eine Schere, Leute, und dann werden wir das richtig geil wegfetzen, Leon. Oh, meine Hand. Das stinkt total. Alter. Oh mein Gott, Leute. Schaut euch das mal an, wie fett das ist. Ey, lass mal beide gleichzeitig so einen richtig dicken Bissen machen, ja? 3, 2, 1. Boah, du bist ekelhaft. Weißt du was, Gummibärchen? Du schmeckst ekelhaft. Mhm. So, Leontin. Warte, darf ich aussuchen, welches? Ja, komm, du darfst aussuchen, welches Paket als nächstes. Okay, jetzt bin ich mal richtig gespannt, was drin sein wird. Ich bin auch gespannt. Da ist irgendwie auch gar nichts drin. Glaubst du, da ist gar nichts drin? Einfach nur Luft. Leute, das verbotene Amazon-Produkt Luft, Alter. Glaubst du das? Burger Pommes! Burger Pommes! Was ist das denn? Warte mal. Was? Hä? Warte mal, Space Food. Ice Cream. Freeze-dried chocolate ice cream. Oh mein Gott, weißt du, was das ist? Hä? Das ist Astronauten-Ice Cream. Was? Das essen echte Astronauten. Warte, ich zeig das mal in die Kamera nochmal hier. Das muss ja verboten sein. Ja, das ist eigentlich verboten, wenn man kein Astronaut ist. Hä? Hä? So sieht das aus, Leute, in der Packung. Soll ich als erstes? Komm, ich mach direkt auf meine Hand alles. Hä? Das sieht aus wie Hundefutter, oder? Ey, weißt du was? Ich mach als erstes. Okay, zieh durch. Oh mein Gott. Schmeckt wie Kaffee. Ihhh. Okay, Leute. Ein. Da ist gar nichts drin. Das nächste verbotene Amazon-Produkt. Hä? Was ist das denn? Alter, das ist doch dieser Trinkhelm oder so, ne? Ja. Können wir das mal austesten? Alter, nimm mal raus. Lol, wie geil. Können wir das mal austesten? Ja, natürlich. Ich bin gespannt. So. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Ja. Okay, warte, ich setze ihn schon mal auf, den Helm, ja? Mir? Ja, setz ihn schon mal auf, Leontin. Ich sehe aus wie Bonbon der Baumeister. So, Leute.
Kannst du halten. Einmal hier die Paulberger Limo. Und Leute, die Prime kommt jetzt hier auch nochmal rein. So, jetzt haben wir einmal Prime und einmal Paulberger Limo. Leute, wir machen jetzt die Fusion. Und das kannst du jetzt nehmen. Und jetzt kommt der Geschmackstest. Wow! Alter! Leute, da fließt Prime und Paulberger Limo gleichzeitig durch. Oh nein, ey! Wieso machst du das auf mich? Oh mein Gott! Warte, warte, das müssen wir müssen die Zufuhr stoppen hier. Jetzt. Alter, ey, oh mein Gott, was ist das für eine Sauerei hier? Leute, wir machen jetzt mal hier die Sauerei weg. 8 von 10. Okay, Leon. Ey, Lukas, hier ist halt noch etwas drin. Hä? Was ist das denn? Ih, das ist ein Gebiss. Das ist ja von meiner Oma, das Gebiss. Hat die ein Gebiss? Ja. Glaubst du, die redet jetzt so? Ja, genau. Hä, sind das echte Zähne von einem Opa oder so? Ich glaube nicht echte. Ey, Leontin, du Opa, du hast deine Zähne verloren. Nein, das ist ja... Oh mein Gott, das ist Seife. Was? Das ist Seife. Als ob das Seife ist. Das ist Seife. Hä? Komm, wir testen das mal aus. Ey, lass mal austesten, lass mal damit die Hände waschen. Okay, Leontin, ich mach mal Wasser an. Und jetzt nehmen wir hier die Gebissseife. Lol, das ist ja zu krass. Und wie ist das? Das ist wirklich Seife? Ja, aber das fühlt sich so blöd an, diese Dinge. Mit den Zähnen? Aber das ist wirklich eigentlich passierend. Oh mein Gott. Oh mein Gott, riech mal. Alter, das riecht nach altem Speichel und Zahnresten. So, Leontin, das nächste verbotene Amazon-Produkt, beziehungsweise ich glaube, da sind vielleicht sogar mehrere drin. Willst du das hier? Wow, ist das schwer? Ja, sehr schwer. Oh mein Gott. Okay, Leute, mal schauen, was da drin sein wird. Als ich. Wow, Alter, ist das schwer. Wie hast du das getragen? Okay, Leute, das nächste verbotene Amazon-Produkt. Was ist das denn? Hä? Hä? Oh, mal ein Seifendingsterbumser. Ein was? Seifendingsterbumser? Ja, dieses... Leontin, pass auf, dass du hier nicht runterfällst. Was ist das für ein Kanister? Hä, was ist das denn hier? Das ist so ein Seifendings. Nee, guck mal, das ist eine Nebelmaschine. Was? Alter. Was ist das? Ey, ich weiß nicht, ist das das Füllmaterial, also der Füllstoff dafür? Alter, war das laut. Ey, Leontin, lass mal direkt die Nebelmaschine testen, oder? Ja. Leute, let's go. Ich würde sagen, wir packen die mal aus. Och, schau mal hier, ab 18. Alter, das ist sogar ab 18. Oh, oh nicht umfallen mit dem Stuhl. Oh. Also, Leute, ihr seht gerade schon. Das musst du hier da reinkippen. Mhm, warte, ich mach das aber mal lieber, weil das ist ein gefährlicher Stoff hier, okay? Leontin, musst du kurz Abstand halten. Nicht, dass das hier giftig ist zum Einatmen, ne? Das ist nicht giftig. Muss richtig vorsichtig sein hier beim Einfüllen, dass nichts daneben geht. Ganz vorsichtig, Lukas. Ganz vorsichtig. Also, Leontin, wir haben jetzt hier die Nebelmaschine, ne? Ja. Wir haben hier beides auf angestellt. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier gedrückt halten. Hä? Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Bruder, was ist jetzt passiert? Halt mal gedrückt. Ey, was geht denn jetzt ab? Leute, jetzt seht ihr es nochmal von Namen hier. Ey, das stinkt hier komplett. Leute, ihr müsst hier gleich richtig lüften. Mach nochmal, drück nochmal hier den Bums. Wow! Alter, guck mal, das wird sogar weggepustet hier von dem ganzen Rauch. Also Leute, wir kommen jetzt zum allergrößten Paket. Hier sind, glaube ich, richtig viele verbotene Produkte in einer Box drin. Ja! Leontin, komm, ich mach das mal. So Leute, rate mal, was hier drin ist. Eine Sache oder zwei, die hier drin sind. Was denkst du? Keine Ahnung. Der linke Zeh von Angela Merkel. Der ist drin, glaubst du? Ja, glaube ich. Oh je, dann wäre das ein richtig verbotenes Paket. Okay, Leontin, die erste Sache, die hier drin ist. Oh, lol. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich liebe die. Lol, was ist das denn? Schau mal. Ey, warte, komm mal her, komm mal her. Du musst erstmal hier am Tisch sein. Wir müssen erstmal gucken, was das überhaupt hier ist. Das haben die Leute noch gar nicht gesehen. Squishy Toy. Hä, was ist das denn? Effi. Oh. Hä, ist das so ein Affe einfach? Okay. Oh ja. Hä, Alter, du machst den kaputt, Leontin. Nein. Hä, warte mal kurz. Wie sieht der denn aus? Leute, was ist das denn? Alter. Hä, wie sieht der denn jetzt aus, Leute? Das ist doch gar kein Affe mehr. Warte, ich will auch mal auf den Boden hauen. Okay, Leontin, die nächste Sache. Nee. Was ist das denn? Oh mein Gott. Ih, das sind Finger. Ey, heute sind die Sachen so cool. Ey, Leute, schaut mal. Das ist einfach mal so ein ekliger Finger in so einem Dip drin. Also, Leontin, erstmal... Bah, guck mal. Ey, cool. Leute, das ist einfach mal so ein Finger-Lolli.
Und jetzt in den Mund rein. Wow. Und? Ja. Okay, Leute, die nächste Sache ist ein mysteriöses Paket. Darf ich das auch machen? Ja. Ey, ich weiß, was es ist. Was denn? Ich glaube sogar, das ist so Kreide, wo man essen kann. Kreide, die man essen kann? Ich glaube. Jetzt hast du so. Oh Leute, jetzt schauen wir mal, was drin ist. Hä, das ist eine Uhr. Oh mein Gott, so eine, oh mein Gott. Hä, was ist das? So eine Spieluhr. Leute, also auf den ersten Blick ist es einfach eine normale goldene Uhr. Aber guck mal, hier ist ein Ladekabel dabei. Hä? Okay, ey, wir müssen das jetzt mal kurz testen, was das für eine Uhr ist, okay? Ja. Warte, die sieht irgendwie ein bisschen... Irgendwie sieht die komisch aus, die Uhr. Hä? Zeig mal her. Leute, ich glaube, wir müssen die Uhr mal laden und dann schauen wir mal gleich, was die hier machen kann. Ey, Leute, ich habe gerade was rausgefunden. Schau mal. Leontin, man kann das hier zur Seite machen. Oh, was kommt da denn raus? Oh, warte mal, das ist... Oh mein Feuer. Gott. Feuer! Da kommt Feuer raus. Leute, ich glaube, man muss das Ganze kurz aufladen. Leute, wir zeigen euch das erst am Ende, weil das muss man ja erst aufladen. Genau, Leute, bis gleich. Warte mal, was ist das denn? Das ist wieder sowas Kleineres hier. Oh mein Gott, ich kenne die! Hä, was ist das denn? Das, ich kenne das. Ich kenne das. Ey, Lukas, da also bleib mal hier. Da muss man aufpassen. Da muss man voll aufpassen. Was ist das? Das ist so ein Schwert. Was? Ey, das ist doch voll klein. Nein, da muss man so drauf drücken und dann putzt das so raus. Was? Ja. Ey, das hört sich richtig gefährlich an. Das ist so. Ey. Warte, ich komme mal kurz. Oh! Ah! Alter, was war das denn? Alter. Hä? Hä? Ja, das war doch voll klein. Wieso ist das jetzt so groß geworden? Ey, Leute, irgendwie haben wir das Ding komplett kaputt gemacht. Alter. Eigentlich sollte das richtig klein sein. Und wenn man da so drückt, dann ist das... komplett explodiert eben. Ich weiß auch nicht, Leontin. Lass mal direkt zur nächsten Sache, ne? So, Leute. Gerade wurde tatsächlich noch ein Paket von einem Amazon-Boten gebracht. Oder von einem anderen Boten. Der hat auch gesagt, das ist das schlimmste Paket. Hm. Ja. Oh mein Gott, was ist hier drin? Oh mein Gott! Hä? Was ist das denn? Hä? Wow. Willst du mir vielleicht kurz Geld geben? Hey, warte mal, da muss man erstmal Batterien. Oh, das sieht ja richtig gruselig aus. Alter, ey, ich finde, Leon, ich finde es eigentlich auch. Digga, Alter, warte mal. Digga, das ist ja unnormal gruselig. Was ist das denn? Oh mein Gott. Alter, was ist das denn? Oh. Ich finde schon das richtig gruselig. Hey, Alter, da isst einfach das Geld auf. Ist das Opa? Ja, der ist hungrig. Ey, Leute, warte mal. Ey, wir zeigen das mal in der Kamera. Das sieht ja richtig komisch aus, Bro. Leute, das ist irgendwie die gruseligste Spardose, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. So, Leontin. Ja! Was ist hier drin? Hier sind mehrere, hier sind mehrere. Sind da mehrere Sachen drin? Ja. Leute, Leontin kämpft mit den Paketen. Okay. Was ist das denn? Das ist für Zähneputzen. Eine Zahnbürste, oder ja, was ist das? Ja, das ist eine Zahnbürste. Hä, zeig mal kurz. Leute, ich kenne keine Zahnbürste, die so aussieht. Man muss das so hoch machen, Leontin. Hä, Bro? Digga, was ist das denn? Oh mein Gott. Alter, warte mal, glaubst du, das ist so eine Zahnbürste, wo man seine Zähne nicht mehr putzen muss? Ja, sollen wir das mal austesten? Ja, Leute, das testen wir auf jeden Fall. Also, Leute, ich würde sagen, Leontin, du siehst hier die Zahnbürste. Kann ich als erstes probieren? Leontin, du musst hier auf jeden Fall die Zahnbürste. Ups. Hey, oh. Oh. Beiß mal rein jetzt. Mein Mund ist zu klein. Ich glaube auch, Leute, das ist wahrscheinlich eher für Erwachsene das Produkt, oder? Lukas, mach du mal deinen Mund. Und jetzt kriegt man von selbst die Zähne geputzt, ohne das jemals nochmal selbst machen zu müssen. Ja. Ich beiß da jetzt rein. Er kriegt sich mal raus. Deine Zähne sind immer noch gelb. Nein, das stimmt gar nicht, Opa. Nein. Nein, du Opa. Also, Leontin, die Uhr ist jetzt aufgeladen. Ey, glaubst du, da kommt jetzt eine richtig krasse Flamme raus? Stell dir vor, ich würde das dann einfach in der Schule anziehen. Komm. Kannst deine Hausaufgaben anzünden. Ey, ich mach erstmal meinen Pullover weg, sonst brennt noch mein Burger-Pommes-Pullover. Ich glaube, das wird jetzt ganz heiß. Ah, ich weiß, glaube ich, wie das funktioniert. Hä?
Wir brauchen mal so ein Tuch. Komm mal mit. Also wir haben jetzt hier ein ganz trockenes Stück Papier. Jetzt machen wir mal die Uhr wieder auf. Oh, Alter, das ist richtig heiß. Ich möchte meine Hausaufgaben anzünden. Alter, das brennt sofort. Oh mein Gott, die Uhr ist zu gefährlich, Leontine.